Schnelle und einfache Ostermuffins aus der Muffinform Deluxe von Pampelchef. Zuerst stellst du einen Muffinteig laut Rezept her. Dann gibst du kleine Muffinförmchen in die Muffinform Deluxe und füllst jedes Förmchen ca. zur Hälfte mit Muffinteig. Jetzt wandern die Muffins für ca. 20 bis 25 Minuten in den Backofen. Während deine Muffins abkühlen, kannst du schon mal die Buttercreme zubereiten. Hierzu gibst du weiche Butter in eine Rührschüssel und schlägst die Butter mit einem Rührgerät erstmal hell cremig auf. Dann kommt der Puderzucker hinzu und es wird nochmals gut verrührt. Wenn du deine Buttercreme hergestellt hast, kannst du sie nach Belieben einfärben. Ich habe flüssige Lebensmittelfarbe genommen und um sie so dunkelgrün zu bekommen, habe ich die ganze Tube verwendet. Jetzt gibst du deine Buttercreme in einen Spritzbeutel oder du kannst auch die Garnierspritze Easy dafür verwenden. Um das kleine Schokoladenhäschen in ein Rasenbett zu stellen, spritzt du kleine Tupfen auf den Muffin. Hier zeige ich dir nochmal, wie einfach das geht. Nachdem du deine Tupfen auf den Muffins angebracht hast, stellst du einen Mini-Schokohasen in die Mitte und dekorierst das Ganze noch nach Belieben. Ich habe kleine essbare Mini-Blüten verwendet. Die Ostermuffins sind ein Hingucker auf jeder Ostertafel und ich wünsche guten Appetit.